Willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Heute mal mit meinem Auto, beziehungsweise man sieht mein Auto. Und zwar, das hat den Grund, dass ich jetzt Videos über mein Auto machen wollte. Sprich, Tuning-Videos, wie ich halt neue Felgen, neues Fahrwerk und so weiter installiere. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen das Auto vorstellen, was da bisher dran gemacht wurde und dann was kommt und was ich mir noch erhoffe, irgendwann mal mit dem Auto zu erreichen. Was ich mir damit meine, werde ich später sehen. Auf jeden Fall, was bisher erstmal dran ist, ist vorne die Frontlippe. Dazu habe ich ein Video gemacht, das kommt nächste Woche höchstwahrscheinlich. Dann habe ich vorne die Keskin KT1 Felgen, 195er Reifen habe ich da drauf von Toyo Tires. Hinten habe ich dieselben Felgen drauf, oder die gleichen halt. Nur 215er Reifen hinten von Toyo drauf. Wie man sieht, Fahrwerk habe ich auch drin, nur alle drei Stoßdämpfer sind finito. Und da werde ich dann auch noch ein neues Fahrwerk einbauen. Das Fahrwerk habe ich schon zu Hause liegen. Ich muss nur noch einbauen, das werde ich jetzt wahrscheinlich morgen machen, für euch dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen oder so. Dann gehen wir mal nach hinten. Hinten eine Auspuffanlage wurde installiert vom Vorbesitzer. Also das ist alles vom Vorbesitzer jetzt übrigens. Sebring-Auspuffanlage gehört sich genau so an. Meiner Meinung nach nicht die geilste Auspuffanlage, aber ja gut, habe ich jetzt erstmal drunter. Ich werde mir da höchstwahrscheinlich eine speziell Anfertigung bzw. Spezialanfertigung machen, ja, die sich dann richtig schön anhört. Wie man auch sieht, ich habe das Hardtop oben drauf in Rot, das ganze Auto ist halt rot und wie man sieht, das ist halt der Mazda MX-5 NA mit den super schönen geilen Klappsteinwerfern. Dann, wenn man mal reingeht, übrigens, das sind neue Außenspiegel von irgendeinem Porsche, ich habe keine Ahnung. Das hat der Vorbesitzer mir mal gesagt, ich habe es natürlich vergessen. So, dann sieht man hier, ich kann jetzt nur so einen halben Schwenk reingeben, weil ich ja, mit dem Stativ hier gerade am Wirbeln bin. Wie man sieht, von IL Motorsport solche Dings anzeigen. Dann das Mazda MX-5, ich glaube Standard Lenkrad von Momo, wie man halt sieht. Eigentlich ist da noch so eine Kappe drauf, die habe ich aber abgemacht, damit es halt besser aussieht. Dann ein Radio ist drin, beziehungsweise ja, ein Radio halt. Dann ganz alles normal und zu den beiden Sachen kommen auch noch Videos. Und dann, wie man sieht, hier habe ich so eine wundervollen, also wirklich wundervollen beigen, cremefarbigen Sitze drin. Die kommen natürlich auch raus, weil die eigentlich komplett scheiße aussehen. Ja. Wie gesagt, es kommt ein neues Fahrwerk rein, es wird eine neue Auspuffanlage kommen. Also das ist jetzt in naher Zukunft. Dann wird es wahrscheinlich noch ein neues Lenkrad, neue... Oh, ja, so muss ich es. Neues Lenkrad. Dann kommt noch ein, hier ein neues Instrumentgedönse. Dann neue Felgen. Und ja, es wird noch vieles kommen. Und was ich jetzt meine mit, was ich irgendwann mal erreichen will mit dem Auto, ist, dass ich das Turbo-Charge kriege, sprich, dass ich dann Turbo drauf baue auf den Motor, kann man das so sagen, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass der ein Turbo kriegt. Ja, und wenn der Motor das nicht aushält, also ich werde natürlich den Motor vorher erstmal angucken, ob der überhaupt in der Lage ist, sowas standzuhalten. Wenn das Ganze nicht klappen wird mit dem Motor, dann werde ich vielleicht einen Motorswap machen, vielleicht nicht, ich denke höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn ich einen machen sollte und irgendwie mal das Geld dazu finde und richtig Bock darauf habe, wollte ich da einen RX-7 Motor, den 13B, heißt er glaube ich, genau. Den wollte ich da wohl gerne draufpacken und dann turbochargen und dann so um die 300 PS auf dieses geile Gefährt kriegen. Ja, und ja, das war so die Vorstellung von dem Auto. Ich gehe jetzt nochmal andere Seite rüber. Wir hoffen, das hat nicht zu viel gewackelt mit dem Stativ hier. Ich habe es jetzt extra genommen zum Gegenhalten und so, damit es halt nicht zu viel wackelt. Und sonst, ja, sonst gibt es nicht groß zu sagen, ist halt ein Standard MX-5 NA mit den Klappscheinwerfern, wie gesagt. Ja, natürlich mit ein paar Dellen, leider. Auf jeden Fall, das ist das Auto, wie es hier so steht. Übrigens 1990er Baujahr und ich finde, dafür hat sich es relativ gut gehalten.
Dann würde ich auf jeden Fall sagen, oder ich stelle es mal im Piso ab. Oh, wie gerade dunkel. So. Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Nächste Woche wieder ein Video kommen, wo ich dann die Lippe anbaue. Und ja, das versuche ich dann immer so montags, samstags, sonntags, keine Ahnung. Irgendwann versuche ich dann immer einen Tag zu machen oder beziehungsweise will ich dann einen Tag haben, wo ich halt was über mein Auto uploade, wo ich halt was dran baue oder irgendwas anderes. Ja, auf jeden Fall dann war es erstmal mit der Vorstellung. Ach ja, übrigens, ich werde nicht nur sowas wie Tuning machen, ich werde natürlich auch so eine alltäglichen Sachen wie zum Beispiel mein Luftmassenmesser. Den muss ich in naher Zukunft mal auswechseln und da werde ich dann auch ein Video zu machen. Also nicht nur komplettes Tuning hier mit Felgen, Fahrwerk, Auspuffanlage und so weiter und so fort. Dann wäre es das. Mir fällt gerade noch ein, dass das 116 PS Modell, nicht das 90er mit dem 1.6er Motor. Dann wäre es das soweit. Ich will hoffen, es hat euch gefallen. Hau rein und tschüss.